So, schauen wir mal auf die Karte. Turnringkampf gibt es dann auch noch, können wir uns auch noch abholen. Aber da gibt es erstmal eine andere Quest, kurz vor Schwarzzweig. Eine Sekunde. Ich würde gerne nochmal meditieren. Beim Karte, ne, Kartepunkt haben wir noch keine. So, dann mal hier hin. Tolles Wetter heute. Einem alten, schwachen Weib. Was ist los? Neulich Nacht haben Frevler, die Pocken sollen sie holen, den Schrein von Werner, der Gnadenreichen, entweiht. Er muss in Ordnung gebracht werden, sonst wird Werner zürnen. Sie wird unsere Kühe kurzatmig, unsere Kinder warzig und unsere Hunde räudig machen. Ja. Warzen und Räude? Klingt gefährlich. Gut, lass mich helfen. Fertig. Die guten Götter haben dich gesandt, Einfach damit du aufgestellt. von heute Fertig. an die Schreine reparierst. Runtergefallen. Hör mal, ich habe schon einen Beruf. Ich bin Hexer. Alte Kick Holzbauten hier und mit dem Deckel Straßenbahn rum. sind nicht meine Spezialität. Hexer kämpfen gegen das Böse. Und die Vandalen sind schlimmer als Monster. Questdeckel aufheben. Gut, ich repariere Reparieren alle mal die Schreine, anderen an denen ich Schreiner. vorbeikomme. Umwege mache ich aber keine. In dieser Gegend gibt es keine Umwege. Und die Götter werden dich leiten. Hunger schon ganz blass. Na toll, nur finden wir jetzt den anderen Schreiner. Gibt es da vielleicht auch Markierungen auf der Karte? Gibt es Alchemie-Zutaten? Ein Händler? Banditenlager? Das können wir mal ausräuchern, das Banditenlager. Wenn wir nicht zu schwach dafür sind. Ist übrigens morgens. Achso, die haben wir ja schon mal getötet, oder? Meister Hexer, es gibt eine Begräbnisstätte der Elfen in den Höhlen bei Mittelhain und haufenweise Monster, die sich dort herumtreiben. Aha. Hast du viele von diesen Bestien, du weißt schon. Deswegen war das auch ausgegraut. Da waren wir schon. Ich wüsste gern, wo ich die Hinweise für die Hauptquest finde. Untersuche alle verbleibenden Spuren von der Frau des Barons. Langsam, langsam. Und sonst machen wir Ringkampf an der Burg. Und der Ringkampf-Quest. Komm schon, Petzl. Sehr schönes Wetter heute draußen. Schneller.
auf zu neuen Quests. Können wir gleich mehrere annehmen wahrscheinlich. Ist vielleicht besser so. Selben gegen verschiedene Gebrechen. Okay, ich will erstmal die Faustkämpfe annehmen. Gewinnt habe ich jetzt eher nicht so Bock drauf. Dann machen wir erstmal die Faustkämpfe. Muss mal gucken, wo sich die finden. Auch wieder da unten an der Ecke, oder? Oder nicht. Ansonsten würde ich lieber erstmal die auf dem... die Quests, die auf dem Weg, liegen, machen. Und die, am Anschlagbrett sind. Dann eher wann anderes. Und gegen den Ringkampf habe ich jetzt nichts gegen. Ringkampf-Quest. Das nicht erkundete Ort, da sollten wir mal hin. Vielleicht finden wir da ja sogar die Ringkampf-Geschichte. Lang. Interessante Orte. Die Welt steckt voller interessante Orte, voller Gefahren oder Schätze. So, Orte sind auf deiner Minikarte mit den folgenden Symbolen markiert. Ah ja. Langsamer. Das ist cool. Zwei Gule. Beide tot schon. Okay. Wo war der andere Ghoul? An der Straße irgendwo. Den würde ich gerne looten, wenn es nichts ausmacht. Okay, oder auch nicht. Aus der Richtung kommt er. Heißt, wir hätten hier... Na, sei es drum. Beweg dich! Da waren nur die Ghouls, oder was? Ein Monsternest. Okay, wir sollten vielleicht mal was essen vorher. Das Abendessen. Na, hier waren wir. Da haben wir den Ghoul erledigt. Ein Ghoulnest. Ich muss es zerstören. Okay, wo ist das Nest? Rubinasche. Langschwert. Ah, zerstören. Zum Zerstören des Monsternestes brauchst du einen Kartesche, Samum oder die Bombe Tanzender Stern. Nimm dich in die Nähe des Nestes und die Ehre, um es hochzujagen. Das ist nicht die richtige Bombe. Na toll. Dann kriegen wir so eine Bombe her.
In der Zoll. Einmal auf die Weltkarte gucken. Du wirst ganz gern, wo ich Hinweise herkriege für die. Für die Hauptquests. Da wäre am Scheideweg. Weltkarte. Und wählen. Ja, okay. Ja, und du musst doch in der Markierung sein. Können wir weiter rauszoomen? Ja, und wie geht das? Na komm, zeig mir an. So richtig Hinweise sehe ich hier gerade nicht wirklich. Suche alle verbleibenden Spuren. Okay. Das sind die orangen Ausrufezeichen oder was? Karte zu voreilig geschlossen. Hier oben gab es noch was. Okay, da kommen wir sowieso hier ran vorbei. Ist düster heute hier. Es ist gerade Mittag, 11 Uhr. 11.05 Uhr haben wir das dort. Düster, düster. Kurz mal auf die Karte geguckt. Ah, hier sind wir. Ist noch ein bisschen Weg bis zur großen Brücke müssen wir. Langsam. Einfach durch die Gicht. Hier fährt ein. Fällt ein, ist keine so gute Idee. Aber am Ufer entlang wäre vielleicht keine schlechte Idee. Solange es nicht Nacht wird. Zur Brücke müssen wir nämlich ohnehin. Ist das die Brücke? Ist zumindest eine Brücke. Dass die Brücke ist, wer weiß. So ist gut. Und hier ist was passiert auf der Brücke. Ah, ja, das ist die Brücke. Und da am anderen Ende der Brücke gibt es Probleme. Okay, die können wir nicht mehr looten. Vielleicht haben wir sie mal selbst umgebracht. Und schon gelootet. Weil sie Angreifer waren. Achso, hier gibt's einen. Was ist hier passiert? Bist du dumm oder blind? Das ist doch offensichtlich. Hey, er ist ein Hexer. Das ist auch offensichtlich. Komm ihm nicht blöd, antworte ihm. Ich weiß so viel wie du, also nichts. Aber mit etwas Übung kann man Leichen lesen wie Bücher. Die Schwarzen haben gegen die Roten gekämpft, musst du wissen. Um die Brücke.
Wir sorgen nur dafür, dass nichts verkommt. Nimm nur dieses feine Schwert. Das habe ich im Schilf gefunden. Willst du es vielleicht kaufen? Ach du Scheiße, nein. Kein Geld. Das Schwert eines Toten? Nein, danke. Tu nicht so, als ob du nicht schon Toten. Zu Fuß, das Schwert abgenommen hättest. Das Schwert schneidet gleich gut. Aber wenn du es nicht magst, bitte. Mein Rückgrat nicht. Das Geld nicht. Was willst du? Oh, hier gibt's Ärger. Sklaventreiber. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Oh, Kacke. Ich sollte mal ein bisschen taktischer kämpfen. Das sind die, die mich vorhin erledigt haben, oder? Nilfgaard-Deserteur. Verdammt! Okay, damit sollten wir uns dann später beschäftigen. Wo wir ein bisschen stärker sind. Die sind stark gerüstet. Jetzt haben wir hier wieder stundenlange Ladezeiten. Tja. Was läuft denn gerade so auf Twitter? Okay. So ist gut. Wo sind wir jetzt auf der Karte? Ach du Schreck. Wieder ganz zurück. Vielleicht nehmen wir einen kleinen anderen Weg. Gehen wir mal lieber lang. Gehen hier den Umweg darum. Das haben wir ja schon. Zur Taverne am alten Scheideweg. Markiere ich mal auf der Karte. Okay. Ich glaube, die Richtung war es. Ja, hier hätten wir abbiegen müssen. Wilde Rehe. Bisschen Ausdauer tanken. So.
Dann sind wir bald da. Ein langer Weg bis zum... Ah ja, hier haben wir die Taverne. Ich halte mal kurz in der Taverne. Weil wir noch das Geld haben. Ach, hier ist das Ring. Das Ringen. Und wer verkauft denn hier Sachen? Woher kommst du? Waffenschmied. Der Schmied hier ist der Stamm in den Krähenfels. Sein solltest du einen großen Bauer machen. Hast du den Mumm zu einem Faustkampf? Uns arme Leute nicht länger. Schlag mich nicht auf. Du siehst wie ein ordentlicher Faustkämpfer aus. Genau richtig für unser Turnier. Willst du nicht ein paar Bauerntrampel verhauen? Und ich hab beim Faustkampf in The Witcher 1 sowas von verkackt. Haus hoch. Ich weiß noch, wie ich da alles verloren habe. Fangen wir hier mit 10 an. Kann losgehen. Alles herhören. Jeden Moment werden Wetten für den nächsten Kampf angenommen. Der Hexer tritt gegen den Schmied an, der ihm die Visage wie ein heißes Eisen zurechtklopfen wird. Okay. Das war nicht schwer. Nicht übel. Aus dir könnte man einen Meister machen. Ich muss mich nicht mehr decken. Wenn du Meister von Wählen werden willst, musst du noch 2 Leute schlagen. Jonas aus Schwarzzweig und einen Fischer aus Linden, ja, damit. Den man Fischfresser nennt. Ach, Putzer vertragen. Zufällig Wodka dabei. Können wir, wollen wir. Was gibt's, Grauer? Du gehörst nicht zu den Männern vom Baron, oder? Was? Für Faustkampf machen. Willst du reden? Nicht mit mir. Mein Kopf schießt sich schon vor Hunger. Nee, ich hab nichts getan. Von den Wurzeln bekomme ich Bauchschmerzen. Was gibt es Neues in der weiten Welt? Sei gegrüßt. Etwas zu trinken wäre recht. Zeig mal, was du hast. Okay, Spielkarten. Die gar nicht so viel kosten. Quintkarte. Embrunwan. Okay, Anführerkarte. Ich investiere. In Gewinnkarten. Backkartoffel auch nichts Schlechtes. 116. Nee, bitte nicht. Okay, lassen wir es. Wir haben noch genug im Inventar. Danke. Leb wohl. Tja. Schlag mich nicht auf. Und du bist der Hexenmann? Der Mutant? Also sag mir, ich hab schon ein interessanteres als die Verschätzung geholfen. Wir kämpfen nun mal hier nicht. Dieser verfickte Kater. Sehr schade. Schwein. Kinder, kommt rein! Hässlicher Bastard! Oh oh. Ich glaube, damit habe ich mir Feinde gemacht. Komm, Plätze. Auf geht's. Kinder, kommt rein! Können wir es wenigstens looten, damit wir es nicht umsonst getötet haben? Komm schon, Plätze! Ein Hungersnot zog übers Land. Und Dexter war stolz dran. Okay, da müssen wir hin.
Nachmittag. Nur der Regen macht es so düster. Ist übrigens gar nicht mal so abwegig. Das sind die Zeiten, wo das Spiel so. Das ist natürlich Fantasy, aber so ein Mittelalter. Wenn du das Mastschwein des Dorfes getötet hast und das Fleisch mitgenommen hast, ist es gar nicht so abwegig, dass es da eine Hungersnot, dass es da erstmal eine Hungersnot gibt. Das heißt, da ist erstmal gar nicht so. Was willst du? Juble! Denn selbst eine niedere, verderbte Kreatur wie du kann dem Ruhm des ewigen Feuers dienen. Jemand muss sich um die Leichen auf dem Schlachtfeld kümmern. Die Nekrophagen verschlingen alles, was nicht schon in Massengräbern vor sich hin rottet. Das ist nicht richtig. Soll das meine gute Tat des Tages werden? Ach, sie wird auch sehr profitabel sein. Ich weiß, dass deinesgleichen nicht kostenlos arbeitet. Gut, ich kümmere mich darum. Das wird zu deinen guten Taten zählen. Je mehr Gutes man im Leben wirkt, desto heiliger wird alles. Ja, muss das ich auch gerade ausdenken. Reichlich drüber gießen, dann anzünden. Klar? Es soll bis in den Himmel auflodern. Zu Ehren des ewigen Feuers und so. Wo finde ich dich? Und so, vor allem. Verbrannt habe. Vor allem und so. Aha, neue Quest. Scheiterhaufen statt Begräbnis.